Ja, vielen Dank. Ist auch für mich eine Premiere jetzt, diesen Vortrag. Ist wirklich eine ganz besondere Situation, keine Studentinnen und Studenten zu sehen, auch deren Reaktion auf das, was ich vermittle, mitzuerleben. Aber wir lernen alle dazu und ich lerne auch noch dazu. Ich finde es immer spannend, dass häufig das mit der Silbermedaille in der Firma 400-Meter-Staffel erwähnt wird. Das ja, war für mich als junger Mann ganz wichtig, weil es etwas dazu beigetragen hat, was mein Selbstwertgefühl angeht und auch dann ja, vielleicht Ausdauer zu haben und nicht so schnell aufzugeben. Ja, ich fange dann auch direkt an. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Armut macht krank und Krankheit macht arm. Das ist natürlich ein Thema, was schon länger ja, etwas ganz Wichtiges und Relevantes in unserer Gesellschaft, in dieser reichen Gesellschaft ist und was noch zu wenig im Fokus ist. Zu Beginn möchte ich einfach noch mal betonen, es geht hier um Rechte, um Menschenrechte, gerade in der Korrelation Armut und Gesundheit. Es geht um Menschenrechte, die Menschen auch in so reichen Ländern wie Deutschland nicht wahrnehmen können, die ihnen verweigert werden. Ich würde wirklich so weit gehen. Dass es eine Korrelation zwischen Armut und Krankheit gibt, das hat schon Goethe gewusst, arm im Beutel, krank am Herzen. Und ich habe provokant darunter geschrieben, ja, das wissen wir jetzt schon seit Jahren. Ich will damit zum Ausdruck bringen, das ist ja keine neue Erkenntnis. Das ist wirklich etwas, worüber zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, das jetzt in aller Munde ist, schon seit Jahrzehnten berichtet. Aber da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Wichtig ist am Anfang immer zu definieren, was ist denn eigentlich Armut? Und wir hier in Europa, wir haben da diese Definition, wer weniger als 60% des durchschnittlichen monatlichen Einkommens in einem Land verdient, zählt als armutsgefährdet. Ja, das war so in Deutschland im vergangenen Jahr bei einem Durchschnittseinkommen von 1.680 Euro. Kann man sagen, oh, das ist aber viel. Nun gut, da muss die Miete und alles noch abgehen. Und jeder, ich glaube, gerade Studentinnen und Studenten wissen, wie teuer Wohnraum ist, wie teuer die Miete ist. Dann gibt es noch die Definition von strenger Armut. Da sagt man, wer weniger als 40% verdient. Und das ist jeder Bezieher in Deutschland von sozialen Transferleistungen, also Arbeitslosengeld II, Sozialgeld. Das ist natürlich sehr eindimensional. Es wird nur über das Einkommen Armut definiert. Es gibt auch das Lebenslagenkonzept. Das besagt jetzt, dass man sich verschiedene Bereiche anschaut: Bildung, Wohnraum, Infrastruktur, Umwelt. Und dass diese Parameter zusammen entscheidend ist für Armut. Das ist mit Sicherheit differenzierter und sinnvoller, aber ich glaube, Sie können sich vorstellen, all diese Parameter bei wissenschaftlichen Untersuchungen zu erheben, ist sehr umständlich. Und deshalb und auch aus ja, Gründen der doch sehr ökonomisch orientierten Gesellschaftsordnung, also man braucht hier Geld, um existieren und überleben zu können, hat man das reduziert auf das Einkommen und nimmt das Einkommen als den wesentlichen Parameter. Das ist natürlich, ja, das kann man auch kritisieren und das spiegelt Armut nicht in der Differenziertheit wider. Es gibt ja auch noch ganz andere Formen von Armut, Beziehungsarmut. Wichtig ist ja jetzt auch die Frage, macht Armut krank oder führt Krankheit zu Armut? Bei Erwachsenen haben wir den sogenannten Selektionseffekt. Das bedeutet, dass bei Erwachsenen Krankheit immer häufiger zu einer Verarmung, ökonomischen Verarmung führt. Chronisch schlechte Gesundheit, sprich Krankheit, erhöht das Armutsrisiko. Mittlerweile ist bei Erwachsenen Krankheit der dritthäufigste Grund für eine Verschuldung. Und allein diese Tatsache muss doch ja, zum Nachdenken anregen, da stimmt irgendetwas in unserem so reichen Land nicht. Bei Kindern haben wir den Kausationseffekt, der besagt, wenn man in Armut aufwächst, ist das ein Risikofaktor
zu erkranken, häufiger zu erkranken, schwerwiegender zu erkranken. Das wissen wir bei Kindern. Es gibt die sogenannte KICS-Studie, die 2006 als eine ganz große Gesundheitsstudie von Kindern und Jugendlichen in Deutschland durchgeführt wurde. Und da sind ganz klare Korrelationen zu sehen, dass verschiedene Krankheitsbilder, gerade auch aus dem psychiatrischen Bereich, bei Kindern häufiger vorkommen. Depressionen, Angststörungen, die in ökonomischer Armut aufwachsen. Generell kann man sagen, wirklich jede Erkrankung kommt häufiger bei von Armut betroffenen Menschen vor. Ja, also das ist durchgängig. Es gibt nur bei zwei Krankheitsbildern eventuell eine umgekehrte Korrelation. Das ist einmal die Neurodermitis, wo scheinbar reichere Bevölkerungsschichten häufiger betroffen sind, und Brustkrebs. Aber das sind zwei Krankheitsbilder, wo es auch unterschiedliche Expertisen gibt. Generell kann man wirklich sagen, alle Erkrankungen kommen häufiger bei von Armut betroffenen Menschen vor. Jetzt komme ich auf das Robert-Koch-Institut zu sprechen, das jetzt in aller Munde ist. Die Politik hört auf diese wissenschaftlichen Expertisen und Vorgaben. Diese Daten, dass wenn man das reichste Viertel mit dem ärmsten Viertel in Deutschland in der Bevölkerung vergleicht, dass man dann feststellt, dass arme Frauen 8 Jahre früher sterben und arme Männer 11 Jahre früher sterben, diese Erkenntnis, die hat sich scheinbar bei den politisch Verantwortlichen noch nicht so herumgesprochen. Das ist doch in so einem reichen Land wirklich ein Skandal, dass Armut eben nicht nur bedeutet, ich kann an bestimmten Dingen nicht teilhaben, weil mir die Finanzen fehlen, sondern Armut in diesem Land bedeutet, früher sterben zu müssen. Was sind jetzt die Risikofaktoren? Das ist natürlich multifaktoriell. Es geht um das Einkommen. Es geht um die Lebenssituation. In Armut zu leben bedeutet, Stress zu haben. Wie gestalte ich meinen Tag? Wie komme ich an Lebensmittel? Wie kann ich die Kosten da und dafür finanzieren? Umwelt. Werden viele sagen, wieso Umwelt? Es gibt sehr viele Studien, gerade auch aus Schweden. Das Karolinski-Institut hat da sehr viel untersucht, dass Menschen, die wenig finanzielle Ressourcen haben, leider Wohnraum sich nur leisten können, der häufig in Bereichen einer Stadt angesiedelt ist, die sehr umweltbelastet sind, also sehr verkehrsreiche Regionen. Dann haben sie eine hohe Lärm- und Luftschmutzbelastung. Oder, das kennen wir hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, dass die Wohnungen in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens, dass dort auch die Mietpreise geringer sind. Also insofern wirkt sich da auch Armut auf Umweltbelastung und dann auf Gesundheit aus. Gewalterfahrung. Ich habe in Klammer Rechtsextremismus geschrieben. Das ist mir auch was ganz Wichtiges, dass ich immer wieder, gerade in der Arbeit auch erlebe, dass sozial benachteiligten Menschen, zum Beispiel auch wohnungslosen Menschen, dass sie als Asoziale diskriminiert werden und dass man sie dann auch gewalttätig attackiert. Ja, also dass man wirklich Gewalt anwendet, und das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe Patienten gehabt, die mit dem Baseballschläger zusammengeschlagen wurden. Ich hatte auch 2 Patienten, die mit Benzin übergossen wurden und angezündet wurden. Sie haben es überlebt, aber das war wirklich sehr, sehr heftig, diese Form von Gewalt. Migrationshintergrund ist auch immer noch ein Risiko zu verarmen. Die Arbeitslosigkeit. Man hat verschiedene Untersuchungen durchgeführt und hat dann zum Beispiel festgestellt, dass die Suizidalität, die Selbstmordrate, bei langzeitarbeitslosen Menschen 20-fach höher ist als bei Erwerbstätigen. Ich sage das auch deshalb, weil häufig immer wieder argumentiert wird, ich war ja auch häufig im Ausland, in Afrika, in Asien, da hast du jetzt wahre Armut gesehen. Das bei uns ist ja keine Armut. Das ist ja nur, wenn Sie so wollen, etwas, dass ich mir keinen neuen Laptop leisten kann, dass ich mir dieses oder jenes nicht leisten kann. Nein,
Man darf Armut in diesen Ländern mit der Armut hier nicht vergleichen. Wenn in Kenia jemand arbeitslos ist, dann sind das 60-70% der Menschen. Da bringt sich niemand um. Sagen wir mal, in der Regel bringt sich da niemand um. Ich kann das ja auch nicht verallgemeinern, aber das ist einfach etwas, was viele Menschen dort kennen. Wenn bei uns jemand arbeitslos ist, dann geht das mit einem sehr hohen Selbstwertverlust einher. Die Menschen fühlen sich selbst als Versager. Und wenn sie dann viele Bewerbungen verschickt haben und bekommen keine neue Anstellung, dann hat das wirklich so einen Mechanismus, setzt das einen Mechanismus in Gang, für was bin ich eigentlich hier in dieser Gesellschaft? Bin ich noch, werde ich noch gebraucht? Bin ich noch etwas wert? Und gerade wir Männer, wir definieren uns so sehr über Arbeit und Einkommen. Geht das verloren, geht auch das Selbstwertgefühl häufig verloren. Geschlecht, Frauen werden immer noch benachteiligt, noch stärker benachteiligt als Männer. 45% aller Alleinerziehenden, und das in der Regel Frauen, sind von Einkommensarmut betroffen. 45%. Also allein dieser Familienstatus ist ein entscheidender Risikofaktor zu verarmen. Und das darf nicht sein. Also ich finde, da sieht man, dass etwas nicht stimmt in unserem Leistungs- und Sozialsystem. Und das Gesundheitssystem, da werde ich auch noch drauf eingehen, ist auch ein Faktor der Menschen, die eben keine genügenden finanziellen Ressourcen haben, benachteiligt. Wir haben meines Erachtens nicht nur eine Zweiklassen, wir haben eine Dreiklassenmedizin. Ich habe Ihnen hier einfach mal diesen Hartz-IV-Regelsatz, weil ich ja eben auch sehr viel über das Einkommen gesprochen habe, wie wichtig das ist, die finanziellen Ressourcen. Ich habe Ihnen hier den Hartz-IV-Satz, den Regelsatz mal mitgebracht, das Arbeitslosengeld 2 für einen erwachsenen Menschen. Sie sehen 432 Euro pro Monat. Es gibt dann noch einen Mietzuschuss oder die Miete wird eventuell übernommen. Das hängt von der Wohnung ab. Aber sonst haben Sie keine finanziellen Ressourcen und Sie müssen von diesem Geld wirklich dann einen Monat lang leben. Ich habe Ihnen das hier noch mal ein bisschen aufgegliedert. Was bedeutet das, um das ein bisschen transparenter auch zu machen? Was bedeutet das für Familien, für Kinder, für Erwachsene? Wenn Sie sich anschauen, wenn ein Kind bis zum 5. Lebensjahr von diesen Transferleistungen der Eltern für ihr Kind leben muss, dann bedeutet das, dass diesem Kind pro Tag für den Posten Ernährung 2,92 Euro zur Verfügung steht. Also für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 2,92 Euro. Ja, und ein Erwachsener hat dann 5 Euro für das Essen pro Tag zur Verfügung. Sie sehen, was Gesundheit angeht, also das war jetzt, was täglich zur Verfügung steht, bei Gesundheit ist das monatlich. Also für ein Kind haben Sie 7 bis 8 Euro pro Monat für den Bereich Gesundheit zur Verfügung. Ein Erwachsener hat 16,42 Euro zur Verfügung. Und Bildung, das ist natürlich eine Katastrophe, wenn Sie das monatlich hier heranziehen. Da werden jetzt etliche von Ihnen sagen, zu Recht, es gibt doch das Bildungspaket. Das Bildungspaket ist nach Meinung sehr vieler Experten nicht geeignet. Das war ein Prestigeprojekt von Frau von der Leyen damals als Arbeits- und Sozialministerin. Das macht mich immer wieder sehr betroffen und auch ein Stück weg wütend. Man hat sie damals schon angesprochen, warum muss man diesen Bereich Bildung, dieses Bildungspaket dann auch wieder separat beantragen? Man muss sich outen, wie die finanziellen Verhältnisse sind. Warum kann man diesen Betrag, und das sind ja nur 10, 20 Euro im Monat, warum kann man den nicht direkt den Menschen auszahlen in diesem Hartz-IV-Satz? Und sie hat damals gesagt, das machen wir deshalb nicht, weil das sonst von den Eltern quasi vertrunken wird oder in Reisen investiert wird. Das weiß ich noch genau, weil mich das so erschüttert hat, wie eine politisch verantwortliche Ministerin so einen,
Nonsens erzählen kann. Es gibt keine wissenschaftliche Expertise, die diese Form der Diskriminierung, und das ist sie, das ist eine Form von Diskriminierung, Menschen das zu unterstellen, keine Expertise, die das belegt. Es gibt im Gegensatz Untersuchungen, die immer wieder belegen, die Eltern gehen an ihr eigenes Budget, nehmen dort etwas weg für ihre Kinder und nicht umgekehrt. Ja, jetzt, was bedeutet die Corona-Pandemie für Menschen, die eben von dieser Armut betroffen sind, von dieser ökonomischen Armut? Viele Hilfs- und Beratungsangebote sind geschlossen worden. Tafeln, Teestuben, Lebensmittelausgabestellen. Ich glaube, das ist ja auch in den Medien so vermittelt worden. Wir haben 960 Tafeln in Deutschland und ungefähr die Hälfte, über 460, wurden geschlossen. Zum Teil jetzt wieder eröffnet mit speziellen Schutzmaßnahmen. Und es waren über 1 Million Menschen, gehen zu diesen Tafeln, sind von dieser Form der Lebensmittelbeschaffung abhängig, was ein Skandal ist. Denn es wird ja immer argumentiert mit dem Hartz-IV-Satz, das ist das Existenzminimum. Mit diesem Satz kann ich hier leben in diesem Land. Aber das stimmt eben nicht. Viele können nur leben, weil sie dann noch Tafeln und andere Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt häufig bei den Tafeln gewesen. Ist es auch zum Teil noch, dass sie mit quasi diese ungerechte Situation verfestigen? Das mag sein. Und ich bin auch sehr kritisch, auch mit unserem Angebot, was ich Ihnen gleich noch vorstellen werde, der Gesundheitsversorgung. Aber bis die Strukturen, die politischen Rahmenbedingungen sich verändert haben, ja, sind wahrscheinlich 50% der Menschen verhungert oder bekommen keine medizinische Versorgung. Also was ich damit sagen will, ist, man muss konkret handeln. Man muss immer das eigene handeln, gerade in diesem Bereich, wo man staatliche Fürsorgepflicht quasi kompensiert. Man muss das tun, aber man muss parallel es politisch immer wieder reflektieren und kritisieren. Denn letztendlich müssen wir uns, die wir in diesem Bereich arbeiten, überflüssig machen. Das ist eine originäre Aufgabe unseres Staates, für die Menschen am Rande unserer Gesellschaft zu sorgen. Ja, Behördensprechstunden, die Sozialarbeit wurde eingeschränkt, gerade auch die Stadtteilarbeit. Sie wissen, Kurzarbeit, Verlust der Arbeit, deutliche Einkommensverluste, all das ist eine Folge der Pandemie. Und wir werden nach dieser Phase mit Sicherheit mehr Menschen haben, die von sozialen Transferleistungen abhängig sind, die von Einkommensarmut betroffen sind. Hier habe ich das nochmal ein bisschen spezieller gemacht. Empfänger von diesen sozialen Transferleistungen, die können eben keine Lebensmittel auf Vorrat kaufen. Sie haben überhaupt nicht die finanziellen Ressourcen. Sie müssen öfters jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Da ist aber nichts vorgesehen, dass man da irgendwie etwas mehr bekommt, um dann das kaufen zu können. Bei den Kindern, viele Kinder in diesen Haushalten, die haben keinen Computer und keinen Internetzugang. Wie ist das mit dem Schulunterricht zu Hause, Homeoffice? Da ist eine ganz klare Benachteiligung von Kindern, die in prekären Lebensverhältnissen eben leben. Ja, der Mund-Nasen-Schutz, das ist so etwas scheinbar Banales. Aber Sie wissen, das kostet ja auch Geld, ein paar Euro. Diese paar Euro, da ist nichts im Hartz-IV-Satz vorgesehen. Ja, wie sollen die Menschen das finanzieren? Und dann wird häufig, ich habe das gerade hier von der Landesregierung in Rheinland-Pfalz wieder gehört, ja, man kann ja auch Schals und Tücher benutzen. Das ist ganz klar, da gibt es viele Expertisen. Das hat nicht den Schutzfaktor wie ein Mundschutz, ja. Also der einfache Mundschutz. Ich rede jetzt nicht von FFP2-Masken, die sind ja noch viel, viel teurer. Also das ist auch schon eine Form der Benachteiligung. Die Stoffschutzmasken müssen gewaschen werden. Das kostet auch Geld. Nicht jeder Haushalt hat eine Waschmaschine, der von Armut betroffen ist. Ja, und dafür ist nichts vorgesehen im Regelsatz. Also Sie sehen, dass allein so eine
Maßnahme, gerade wieder Menschen, die von Einkommensarmut betroffen sind, besonders betrifft und die Benachteiligung wie unter einem Brennglas noch stärker jetzt zum Tragen kommt. Die Wohnverhältnisse. Viele Menschen, die eben von dieser Einkommensarmut betroffen sind, leben ja in sehr engen Wohnverhältnissen. Ich habe schon den Aspekt der Lärm- und Luftverschmutzung Ihnen gesagt. Einfach der Stress ist dann in diesen Zeiten noch stärker. Der Schulunterricht, ich habe es Ihnen gesagt, eben auch schon kein Internetzugang, keinen Computer. Die Kinder haben häufig nicht die Möglichkeit, in einem separaten Zimmer zu lernen. Sie haben kaum Rückzugsmöglichkeiten. Und die Eltern, ich möchte das nicht pauschalisieren, aber doch, die Eltern sind schon häufiger aufgrund der eigenen Bildungsqualifikation nicht immer in der Lage, dann ihren Kindern die Kinder zu unterstützen bei diesem Schulunterricht zu Hause. Aber wie gesagt, das muss nicht etwas mit dem Bildungsniveau zu tun haben. Das kann auch sehr viel dann generell mit dieser Stresssituation zu tun haben. Wohnungslose Menschen, ja, da sind wir ja an vorderster Front. Wenn man kein Zuhause hat, dann kann man nicht zu Hause bleiben. Die Menschen haben keine Rückzugsmöglichkeiten. Für gerade wohnungslose Menschen hat das Schließen von Teestuben und Tafeln katastrophale Auswirkungen gehabt. Und wenn man von Flaschenpfand gelebt hat, und das machen viele, dann gab es jetzt lange Zeit ja durch diese Kontaktsperre kein Flaschenpfand irgendwo, keine Flaschen zu finden. Und auch wenn man in der Stadt war und hat Sitzungen gemacht, Sitzung machen bedeutet, ich versuche etwas zu betteln, ja, da waren wir einfach weniger Menschen, da hat man auch weniger Einnahmen gehabt. Geflüchtete Menschen, ganz wichtiges Thema in unseren Sammelunterkünften. Einem deutlich höheren Erkrankungsrisiko ausgesetzt. Da gibt es kaum irgendwelche Konzeptionen, wie ich auch diese Situation entschärfe. Ja, das ist auch ein ganz wunder Punkt. Und da hätte man sehr viel aktiver und intensiver hier unterschiedliche Wohnmöglichkeiten schaffen müssen und die Menschen auch ganz anders schützen und informieren. Also da war und ist noch vieles im Argen. Die Menschen müssen eben auch in so einem Lager leben, sind selbst Stress ausgesetzt, sind meistens traumatisiert, ja, haben von daher von auch ihrer immunologischen Potenz große Schwächen, ja, aufgrund all dem, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Das muss man alles berücksichtigen und ich habe das Gefühl, das ist noch viel zu wenig auf der Agenda der Politik. Da ist mehr die Autofirmen und Lufthansa und ich weiß, dass ich manchmal etwas zynisch und provokant bin mit diesen Äußerungen, aber wir können ja darüber diskutieren, wenn Ihnen das dann zu viel ist an Kritik. Ich habe Ihnen hier drei Handlungsebenen und Aktionsbereiche mal mitgebracht. Was müsste denn getan werden? Generell zu dieser Korrelation Armut und Gesundheit bzw. Krankheit und dann noch speziell jetzt unter Corona-Zeiten. Das erste, es geht um Kommunikation. Das zweite, was muss praktisch schnellstmöglich geschehen? Und das dritte, was muss strukturell verändert werden in unserer Gesellschaft? Ja, das erste Thema, das kostet keinen Cent. Es geht wirklich um die Sprache. Und ich habe Ihnen hier mal verschiedene gebräuchliche Benennungen von Menschen hier mitgebracht, die ich immer wieder antreffe, auch in Medien, dass von sozial Schwachen gesprochen wird. Die Menschen sind doch nicht sozial schwach. Die Menschen sind einkommensschwach. Aber keinesfalls sozial schwach. Sozial schwach ist für mich der Unternehmer, der in irgendwelchen Drittländern seine Fabrikate billig produzieren lässt und die Arbeitsbedingungen für die Menschen in Bangladesch oder sonst wo katastrophal sind. Das ist sozial schwach. Aber nicht die alleinerziehende Mutter, die sehr kreativ ist und versucht, mit ihrem Kind irgendwie zu existieren, zu überleben.
Bildungsferne Familien hören Sie auch immer wieder. Ich würde sagen, dass viele Bildungseinrichtungen fern von den Familien, von der Lebensrealität von Familien sind. Und das sieht man jetzt gerade in Corona-Zeiten. Es wird vorausgesetzt, dass alle Familien Computer- und Internetzugang haben. Das ist aber nicht die Regel. Ja? Also auch da muss man sich verändern. Die OECD beklagt schon seit Jahren, dass in keinem anderen europäischen Land die Bildungskarriere so stark von dem sozialen Status der Eltern abhängig ist, wie in Deutschland. Illegale Menschen. Wir sagen immer, es gibt keine illegalen Menschen. Es sind illegalisierte Menschen. Also Sie sehen, all diese Begriffe, was die auch beinhalten, ist eine Individualisierung. Du bist schwach, du bist bildungsfern, du bist illegal. Ja, und wir wollen mehr den Fokus auf die gesellschaftliche Verantwortung legen. Also wir sagen dann, sozial benachteiligte Menschen und nicht sozial schwach. Ja, und wie gesagt, nicht bildungsfern, sondern die Bildung ist zu weit entfernt von den Familien. Und es sind illegalisierte Menschen. Ja, und ein Wirtschaftsflüchtling, das habe ich nur noch mal aufgeführt. Lange Zeit haben wir auch, was die geflüchteten Menschen angeht, von Armutsflüchtlingen gesprochen. Jetzt von Wirtschaftsflüchtlingen, da ist ja auch wieder eine Relativierung drin. Als ob die Menschen zu uns kommen würden, nur um von unserem wirtschaftlichen Profit partizipieren zu können, davon profitieren zu können. Und die meisten Menschen kommen zu uns, weil in ihrer Heimat Krieg, Not, Leid, Unterdrückung, Diktatur oder Naturkatastrophen herrschen. Das ist der sogenannte Gini-Koeffizient. Was sagt der jetzt? Von Pickett ist das, Wilkinson und Pickett, das sind die Autoren, kann ich Ihnen nur empfehlen, da mal zu recherchieren. Was sagt dieser Gini-Koeffizient? Das ist jetzt auch ein bisschen vereinfacht von mir ausgedrückt. Der zeigt verschiedene Parameter, in diesem Fall bei dieser Grafik jetzt die Lebenserwartung, sehen Sie links, in Korrelation zu dem Empfinden der Menschen, was soziale Gerechtigkeit angeht. Also, wir wissen, dass die Bürger das Gefühl haben, es geht in diesem Land gerecht zu, wenn die Einkommensspannen nicht so weit auseinander liegen. Also, wenn die Menschen doch relativ nah beieinander Geld verdienen. Also, es hat auch wieder was mit Respekt, mit Wertschätzung zu tun. Und nicht, dass wirklich so große Einkommensspannen die Realität darstellen. Und Sie sehen jetzt, also der Gini-Koeffizient sagt im Prinzip, wenn er null wäre, dass alle Menschen gleich viel Einkommen haben. Ist er eins, würde es bedeuten, einer hat alles, alle anderen haben nichts, mal vereinfacht ausgedrückt. Sie müssten im Prinzip unten immer noch so ein 0, davor setzen, also 0,20, 0,25 und so weiter. Also jetzt können Sie erahnen, je höher dieser Koeffizient ist, umso ungerechter ist die Einkommensverteilung. Es gibt weniger, die wohlhabend sind und mehr, die von Armut betroffen sind. Je niedriger dieser Koeffizient ist, da bewegen wir uns nach links, umso gerechter ist das. Ja, also die Menschen haben so das Gefühl, die Arbeit wird gerecht entlohnt. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber die sind nicht so gravierend. Und jetzt hat man hier festgestellt, je niedriger dieser Koeffizient ist, also wenn die Menschen das Gefühl haben, es geht gerecht in dieser Gesellschaft, in der ich lebe, zu, umso höher ist die Lebenserwartung. Also allein dieses Empfinden hat Einfluss auf die Lebenserwartung. Und die Lebenserwartung ist also höher bei allen, bei von Armut betroffenen Menschen, genauso wie bei reicheren Menschen. Also dieses Empfinden, was ist gerecht, was ist ungerecht, wirkt sich auf die Lebenserwartung aus. Sie wirkt sich auch auf die Kriminalität aus. Da gibt es auch Korrelationen. Also in gerechteren Gesellschaften ist die Kriminalität geringer. Die Teenager-Schwangerschaftsrate ist geringer und so weiter.
Also ich finde, das ist etwas ganz Interessantes, diese Untersuchung. Jetzt werden wahrscheinlich viele von Ihnen sagen, was ist aber mit Japan und Dänemark? Da kann ich nur spekulieren, beziehungsweise Japan, dann, da weiß man es, dort wurde lange Zeit ein, ja, man kann sagen, Sozialmissbrauch, Hilfemissbrauch angewandt, und zwar im ländlichen Bereich wurde häufig gesagt, dass die Eltern, die Großeltern noch leben würden und sie waren schon verstorben und dann hat man da noch Einkommen bekommen. Deshalb sagt man, Japan muss, was die Lebenserwartung angeht, weil hier doch scheinbar die Daten, die erhoben wurden, nicht der Realität entsprachen, muss man einfach mal ausklammern. Was Dänemark angeht, da kann ich nur spekulieren. Zu Dänemark gehört auch Grönland. Grönland wird ja von Dänemark mit versorgt, verwaltet. Und die wenigsten wissen, dass in Grönland die höchste Kinder- und Jugendsuizidquote der Welt herrscht. Ja, also die Inuit bringen sich momentan selbst um. Ich war selbst zweimal in Grönland und habe mich auch mit diesem Phänomen versucht auseinanderzusetzen. Es ist schwer, das alles nachvollziehen zu können. Man kann vielleicht etwas vereinfacht sagen, dass die Inuit die Identität verlieren. Ja, sie haben sie geraubt bekommen. Es ist ein Jagdvolk und jetzt müssen die sich total umstellen. Und für diesen gesellschaftlichen Umbruch, für den wir in Europa ja 100, 130 Jahre Zeit hatten, hat man in Grönland ungefähr 30 Jahre Zeit gehabt. Und das könnte sein, dass diese hohe Sterblichkeitsquote, diese hohe Suizidrate vielleicht auch dann Dänemark so weit da unten erscheinen lässt. Aber das ist eine Hypothese von mir. Das ist jetzt auch nochmal was Wichtiges. In meinen Augen, es geht um die Traumaforschung. Arm zu sein bedeutet, Stress zu haben. Und es ist auch ein Trauma, gerade in einer so reichen Gesellschaft, einkommensarm zu sein. Man ist der Loser. Man hat scheinbar versagt. Man hat es nicht geschafft. Kailson unterscheidet drei Formen der Traumatisierung. Primär, ich bin selbst direkt das Opfer von einem Verkehrsunfall, von einer Vergewaltigung, von einer Naturkatastrophe, ein Soldat, der angeschossen wird. Das ist eine primäre Traumatisierung. Sekundär, ich beobachte dieses Trauma bei einem anderen. Aber jetzt kommt was Spannendes. Er spricht von sequentieller oder tertiärer Traumatisierung. Was er meint ist, wenn ein Mensch mit einem primären oder sekundären Trauma nicht die Möglichkeit hat, über dieses Trauma sich austauschen zu können, wenn er nicht empathisch aufgefangen wird, und das muss jetzt keine Therapie sein, aber dass er darüber reden kann, dass jemand ihm zuhört und so weiter. Wenn das nicht stattfindet, dann wird dieser Mensch noch einmal traumatisiert. Und diese dritte Form quasi, diese tertiäre Form der Traumatisierung ist gravierender als die primäre oder sekundäre. Das macht, glaube ich, nochmal deutlich, wie wichtig es ist, gerade in diesen Bereichen der sozialen Benachteiligung, wo Menschen so und so häufig viel Diskriminierung, Ausgliederung erleben, wie wichtig es ist, ihnen mit Empathie, mit Respekt zu begegnen. Und ihnen auch zuzuhören. Denn findet das nicht statt, werden sie noch einmal traumatisiert. Und somit sind wir, die wir in diesem Kontext, ob ehrenamtlich oder professionell angestellt arbeiten, sind wir mit beteiligt eventuell an einer Traumatisierung. Es geht nicht nur um Unterlassen, sondern wir traumatisieren letztendlich aktiv die Menschen dann noch einmal. Deshalb ist es für mich so wichtig, und ich habe Ihnen hier von Jesper Juhl, ein Familientherapeut, vier zentrale Begriffe mitgebracht für eine gelungene Beziehung. Und genau das ist was ganz Entscheidendes. Wie interagiere ich mit Menschen am Rande? Das ist für uns alle entscheidend, wie wird mit uns kommuniziert. Aber gerade mit Menschen am Rande unserer Gesellschaft ist es was ganz Wichtiges. Sie sehen die Begriffe Verantwortung, Authentizität,
Integrität. Aber dann kommt ein Begriff, den kennen wir in der deutschen Sprache nicht, den Begriff der Gleichwürdigkeit. Das gibt es nicht in der deutschen Sprache. Ich finde diesen Begriff aber unheimlich wichtig und er drückt für mich etwas ganz Elementares aus. Auch was in unserer Arbeit elementar ist. Menschen mit Würde zu begegnen. Also das ist jetzt eine typische Szene, da bin ich mit einer Sozialarbeiterin unterwegs. In aller Regel gehe ich dann auch in die Hocke, solange es meine Knie noch zulassen, und kommuniziere auf Augenhöhe. Allein das verändert die Form der Kommunikation. Ich sage häufig auch gerade Medizinstudentinnen und Studenten, wir haben die Unsitte, am Krankenbett von oben nach unten zu kommunizieren. Wir stehen, der Patient liegt. Es ändert wirklich die Form der Beziehung, der Kommunikation, wenn ich mich bitte nicht auf das Krankenbett des Patienten setze, das ist ein Intimbereich, aber wenn ich mir einen Stuhl hole, setze mich zu dem Patienten und rede dann mit ihm. Ja. Und das alles sind ganz kleine, aber wichtige Facetten, die mit Würde und mit Respekt zu tun haben. Sozialrassismus, das ist ein Begriff, der von Michael Klund eingeführt wurde, soweit ich das recherchieren konnte. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, und ich habe das heute in einem Bericht wieder im Deutschlandradio gehört, da ging es darum, dass jetzt die Linken im Rahmen der Corona-Situation dafür plädieren, dass Vermögenden, dass da mehr Steuern gezahlt werden müssen. Und dann wurde gleich gesagt, aber das sind doch die Leistungserbringer. Und das ist schon fatal. Ja, also hier Unterscheidungen vorzunehmen. Das heißt, der Leistungserbringer, das ist ja was ganz Besonderes in unserer Gesellschaft. Und da ist auch okay, wenn man Privilegien hat. Der keine Steuern zahlen kann, das ist ja nicht so ein Leistungserbringer in dieser kapitalistischen Demokratie. Also ich gehöre keiner Partei an, aber das ist einfach ein Fakt, ja, denke ich, dass unsere Gesellschaftsordnung so funktioniert. Und darin, hinter dieser Argumentation, und wenn Sie sich das jetzt gerade nochmal durchlesen, ja, also das erlebe ich immer wieder, dass sich Privilegien herausgenommen werden mit dem Argument, ich zahle ja auch viel Steuern. Ich möchte dann selbst wissen, was mit meinem Geld geschieht und möchte das selbst mitbestimmen. So geht es nicht. Ja, sondern das ist ja gerade unser Solidaritätsprinzip, dass der mehr Geld hat, in einen Pott etwas einbezahlt, dass der weniger Geld hat, davon eben auch profitieren kann. Das ist Solidarität. Dass der gesund ist, mit in die Krankenkasse einzahlt, dass der krank ist, eben davon auch profitiert. Und nicht dann argumentiert, ja, aber ich brauche jetzt doch eine bessere Behandlung, weil ich da mehr hineingezahlt habe. Und überhaupt nicht reflektiert wird, dass der weniger einzahlt, eben nicht individuell verschuldet. Und wenn, ist es auch okay. Aber dass es häufig ja Biografien sind, Schicksalsschläge sind. Das ist einfach, ich habe Pech gehabt mit dem, was ich getan habe in meinem Leben. Das kommt alles vor. Und das wird zu wenig berücksichtigt. Und dann entsteht so eine Unterschiedlichkeit der Bewertung. Und ich finde, das hat auch schon Formen von einer, ja, was den sozialen Status angeht, schon von einer Form der Diskriminierung, die wir doch immer wieder sehr kritisch hinterfragen müssen. Gerade jetzt, wo der Rassismus, der Nationalismus, der Rechtspopulismus in diesem Land so zunimmt. Was muss jetzt konkret getan werden? Sie hatten es ja schon in Ihrer Eingangsrede zu mir gesagt. Ich war in Indien gewesen, habe dort dieses aufsuchende Konzept kennengelernt. Da ging es um Lepra-Patienten. Wir müssen niedrigschwellig arbeiten, wir müssen zu den Menschen hingehen und wir müssen interdisziplinäre Versorgungsangebote haben. Ja, das ist jetzt nochmal die medizinische Ambulanz, die Sie in dem Film auch schon gesehen haben. Das sind unsere Praxisräume. Da legen wir auch ganz großen Wert, dass es sehr schön aussieht, sehr einladend, dass das Ambiente auch schon Wertschätzung ausdrückt. Wir haben über 30 Ärztinnen und Ärzte, die ehrenamtlich mitarbeiten. Wir haben eine Mischung aus festangestellten Mitarbeitern, zum Beispiel die Sozialarbeiterinnen,
und aus ehrenamtlichen Helfern, Krankenschwestern, Hebammen, Arzthelferinnen, Juristen, die wir kontaktieren können, Schuldnerberater und so weiter. So, jetzt, Herr Bohne, jetzt würde ich Sie bitten, den Film, weil wir jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie mussten wir etwas verändern in unserem Versorgungskonzept. Und das würde ich Ihnen jetzt in einem kleinen Film, dauert auch nur 2 Minuten, gerne zeigen wollen. Das Interessante war jetzt wirklich auch, dass ich noch nie, das ist mal eine positive Erfahrung, erlebt habe, dass Politik so schnell reagiert hat. Denn wir haben als Verein kritisiert, als diese Beschränkungen Mitte März dann propagiert wurden und jeder musste sich daran halten. Wie ist die Situation Wohnungsloser? Ich hatte dann auch in der Presseerklärung gefordert, bitte Plätze in Hotels oder Pensionen zur Verfügung zu stellen. Und dem ist man innerhalb von 3 Tagen, hat man dem entsprochen. Und dieses Hotel, das Independence, ein inklusives Hotel, das hat dann auch wirklich sofort Plätze zur Verfügung gestellt. Momentan sind 28 Männer und eine Frau in diesem Hotel. Und das ist wirklich toll gewesen, dass Politik so schnell reagiert hat und dass wir dann unser Versorgungskonzept neu hier und für die Menschen umstrukturieren konnten. Wir haben dann, das haben Sie auch gesehen, eine Infektsprechstunde jetzt eingeführt. Jeder, der zu uns kommt, kriegt zuerst Fieber gemessen, wird befragt, ob er bestimmte Symptome hat. Und dann wird er entweder in diesen Praxisräumen weiter behandelt oder in diesem Bus, wenn er einen Infekt hat. Wir können auch selbst testen auf das Virus, aber das unsere Tests waren bisher alle negativ. Wichtig ist mir in diesem, ich habe es vorhin im Kontext der Tafeln schon mal gesagt, es geht nicht darum, jetzt so eine Armutsmedizin zu etablieren. Ja, jeder hat das Recht, das war ja meine Folie ganz am Anfang, es ist ein Menschenrecht, im normalen Gesundheitssystem versorgt zu werden. Und jedes separate Versorgungsmodul hat eben auch stigmatisierende Komponenten. Das muss uns immer bewusst sein. Die nächsten Folien mache ich ein bisschen schneller, einfach damit Sie nochmal sehen, wer kommt denn zu uns in die Ambulanz? Und das sind eben ganz unterschiedliche Gruppen. Das ist der normale, in Anführungszeichen, ALG II, Arbeitslosengeld II, Hartz IV-Empfänger. Der Regelsatz, hatte ich Ihnen gezeigt, ist so gering. Was ist mit Medikamentengebühren? Es sind so viele Bereiche, wo man zusätzlich im Gesundheitssektor Kosten hat und die sich gar nicht mehr leisten kann. Oder denken Sie an das Beispiel Brille. Brillen werden nur noch bis zum 18. Lebensjahr finanziert. Dann nicht mehr, es sei denn, Sie sind stark sehbehindert. Das ist für mich immer ein Beispiel, dass das doch idiotisch ist. Ja? Also jemand stolpert, bricht sich das Bein, weil er nicht richtig sieht. Das wird vom System übernommen. Aber ihm eine Brille zu finanzieren, das geschieht nicht im Gesundheitssystem. Und da gibt es viele andere Beispiele. Wohnungslose Menschen, viele haben keine Krankenversichertenkarte. Das ist auch wieder ein großes Problem. Das ist ganz kompliziert. Ich möchte das nicht groß hier ausbreiten. Man braucht eine Wahlrechtserklärung. Man muss zur Krankenkasse. Das Jobcenter übernimmt aber dann nur so lange, wie derjenige in dieser Region ist, die Beiträge für die Krankenkasse. Administrativ eine Katastrophe. Haftentlassen. Viele Menschen, die aus der Haftanstalt entlassen werden, die müssen erst wieder die Krankenversicherung beantragen. Das dauert in aller Regel 4 bis 6 Wochen. In dieser Zeit haben sie keine Karte. Ja, und sie kommen zu uns und sagen, ich bin Epileptiker, ich brauche jetzt meine Medizin. Ich bin Diabetiker, ich brauche jetzt mein Insulin. Ich habe da mit verschiedenen Justizministern schon gesprochen zu dem Thema, kann man das nicht in der Haftanstalt schon alles beantragen? Nee, das will man irgendwie nicht. Ja, also das ist mir ein Rätsel. Und jetzt in Corona-Zeiten, das ist auch ein Phänomen, über das wenig berichtet wird, es gab und gibt in den Justizvollzugsanstalten Blitzentlassungen. Alle, die wegen Bagatelldelikte dort sind, wurden sehr schnell entlassen jetzt aus dem Knast.
und häufig auch auf die Straße. Also ohne zu schauen, wo kommen die Menschen unter. Und ohne eine medizinische Anbindung. Also das ist auch eine Gruppe, die häufig ja gerade jetzt zu uns kommt. PKV ist die private Krankenversicherung. Ab dem 55. Lebensjahr können Sie nicht mehr zurück in die gesetzliche. Das hat bestimmte Gründe. Normalerweise ist der Betrag so bei 600, 650 Euro. Wenn jetzt ein Kleinunternehmer gerade jetzt auch wieder in dieser Zeit in die Insolvenz kommt, wenn er keine Einnahmen mehr hat, die Krankenkassenbeiträge bleiben ja. Und da erleben wir es, dass die Krankenkassen, gerade auch die privaten, nicht wirklich über die Möglichkeiten einer Beitragsreduktion informieren. Es gibt den Basistarif, es gibt den Notlagentarif. Ich will auch das nur kurz ansprechen. Es gibt Möglichkeiten wirklich auch, dass die Beiträge dann reduziert werden. Darüber wird häufig nicht informiert. EU-Bürgerinnen, Menschen, das ist auch jetzt wieder ein Thema, die aus Rumänien, Bulgarien, aus Polen zu uns kommen, arbeitssuchend sind. Wenn sie kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis haben, dann haben sie keinen Krankenversichertenschutz und haben auch kein Recht, in der Einrichtung der Wohnungslosenhilfe zu übernachten. Weil das wird ja auch vom Sozialamt normalerweise übernommen. Also auch da eine ganz klare Diskriminierung. Asylbewerberinnen, Asylbewerber. Das Asylbewerberleistungsgesetz sagt, dass Menschen, die diesen Status haben, nur bei Schmerzzuständen und akuten Erkrankungen in unserem Gesundheitssystem versorgt werden. Ich halte das für nicht menschenrechtskonform. Was ist mit den chronisch kranken Asylbewerber? Der an Zucker erkrankt ist, der eine Epilepsie hat, der einen Herzinfarkt hatte, chronische Krankheiten dürfen nicht versorgt werden. Ich muss warten, bis es zu einer akuten Notsituation kommt. Also da müsste dringend in diesem Gesetz etwas verändert werden. Mein ganz kleiner, ich weiß, der Fokus ist Deutschland, aber Herr Bohn hat es ja auch gesagt, ich war häufig im Ausland. Ich war jetzt vor 7 Wochen war ich noch in Lesbos, in dem Moria-Camp. Und das war für mich schon eine sehr intensive Erfahrung, von dort hierher zu kommen. Dieses Bild habe ich in Idomeni gemacht, auch in Griechenland. Das sagt sehr viel aus. Hier habe ich Ihnen nochmal die Fluchtursachen, weil gerade aus der rechten Szene immer wieder argumentiert wird, die kommen ja alle zu uns, nur weil sie, ich hatte es schon gesagt, hier von unserem Wohlstand profitieren wollen. Nee, Krieg, Armut, Umwelt. Dürreperioden, aber auch Diskriminierungen, sexuelle Orientierung. In Ägypten ist Homosexualität verboten, religiöse Zugehörigkeit, auch so Themen wie Genitalverstümmelung. In Somalia ist das bei 90% der Frauen der Fall. All das sind Fluchtursachen. Und das ist auch ein Bild in Idomeni. Da waren 10.000 Menschen, man kann sich das nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben mussten. Das emotionalisiert mich auch immer wieder, wenn ich denke, dass sowas in Europa möglich ist. Das ist ein Bild aus Kilis, aus der Türkei. Die Türkei hat über 3 Millionen geflüchtete Menschen aufgenommen, aber es wird bei uns überhaupt nicht thematisiert, unter welchen Bedingungen leben die Menschen in der Türkei. Und sehr viele Familien müssen selbst für ihr Einkommen dort sorgen. Es sind ja sehr viele Menschen, die aus Syrien geflohen sind. Und das bedeutet häufig, dass die Kinder, die sammeln in diesen großen Plastikbehältern Plastikmüll. Und dann gibt es so ungefähr 2 bis 3 Euro, wenn sie das abgeben. Diese Kinder gehen natürlich in keine Schule. Ja, also das ist eine Katastrophe, weil hier, da ist die Armut vorprogrammiert, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können. Das Bild habe ich im Libanon gemacht. Der Libanon hat 4 Millionen Einwohner und 1 Million geflüchtete Menschen aufgenommen. Und wir kriegen hier die Krise mit 80 Millionen Einwohner, wenn wir mal 1 Million geflüchtete Menschen aufnehmen. Das steht in keinem Verhältnis. Ich sage das und ich stehe dazu, wenn wir es wollten, könnten wir noch 1 Million aufnehmen. Und wir haben die Ressourcen, wir haben die Kapazitäten. Und Corona ist jetzt, das hat alles etwas erschwert, ja, aber auch selbst unter diesen Bedingungen ist viel mehr möglich, als momentan getan wird.
Rassismus, Rechtspopulismus, das ist für mich ein ganz zentrales, wichtiges Thema. Kein Millimeter nach rechts. Wir müssen gerade in Corona-Zeiten sehr aufpassen. Sie kriegen jetzt diese Pseudo-Demokratie-Demonstrationen mit, wo das kritisiert wird, diese Einschnitte in die Freiheit. Da muss man auch genau hinschauen. Das ist richtig, aber das wird gerade aus der rechten Szene instrumentalisiert und wir müssen da aufpassen. Da ist nochmal ein Zitat von Alexander Gauland. Wir können uns nicht von Kinderaugen erpressen lassen. Das hat er zu dem Thema Flüchtlingskinder gesagt. Dann zeige ich immer dieses Bild, das ich gemacht habe von einem syrischen Flüchtlingskind. Und ich betone immer, diese Augen erpressen uns nicht. Sie konfrontieren uns mit unserer Verantwortung, die wir haben. Das ist der Punkt. Ja, ich war mit der Sea-Watch zweimal unterwegs und auch mit Rescue Ship, einer anderen Hilfsorganisation im Mittelmeer. Das kann sich niemand vorstellen, was das bedeutet, wenn man so ein Boot entdeckt. Die Menschen haben keine Rettungswesten. Ja, 90% können nicht schwimmen. 160 Menschen auf so einem Rubberboot zusammengefärscht. Am Rand sind die Männer, in der Mitte die Frauen und Kinder in einem Gemisch aus Diesel, Fäkalien und Meerwasser. Wer redet jetzt über die Situation im Mittelmeer? Niemand. Und die Menschen flüchten weiter aus Libyen, aus diesen, ja, ich möchte sagen, Konzentrationslagern in Libyen. Wirklich katastrophale Bedingungen. Frauen werden vergewaltigt, es wird dort gemordet und alles. Und die Menschen fliehen weiterhin über das Mittelmeer. Die zivile Seenotrettung wurde jetzt zerschlagen. Eine staatliche Seenotrettung gibt es nicht. Man lässt diese Menschen jetzt ganz bewusst im Mittelmeer ertrinken. Das wissen die Politiker und keiner tut etwas. Das ist ein Bild aus Kobane in Syrien. Ich war fünfmal, dann waren es jetzt schon noch mehr als fünfmal. Ich war häufig jetzt in den letzten 3 Jahren, ich glaube es war 7 Mal, in Kobane, in Kamischli, in Nordsyrien, in dieser Rojava-Region, die von den Kurden befreit wurde. Man hat dort eine basisdemokratische Gesellschaftsordnung aufgebaut. Man war jetzt dabei, wieder wirklich die Gesellschaft neu zu formieren dort. Der völkerrechtswidrige Militäreinmarsch der Türkei hat vieles zunichte gemacht. Keiner setzt sich damit auseinander. Ich war in den Camps dort in Ain Isa. Das ist dieses Camp. 20.000 Menschen leben dort. Ich war in Al-Ol, das ist dieses ganz große Flüchtlingslager in Nordsyrien, wo 70.000 Menschen leben. Die Bedingungen sind dort jetzt noch viel schlimmer. Ja, also man kann sich das nicht vorstellen, was dort alles passiert. Und wenn dort es zu einem Corona-Fall kommt, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Das, wie gesagt, ist jetzt ein Bild vor 7 Wochen. Ich war in Moria. In diesem berüchtigten Camp, wo über 20.000 Menschen leben, konzipiert für 2.800 Menschen. Da teilen sich 160 Menschen eine Toilette und eine Dusche. Ja, Deutschland hat 47 Kinder aufgenommen. Das ist eine Farce. Ja, wir müssten Tausende von den Menschen aus diesen Lagern holen und hier aufnehmen. Denn wenn dort diese Pandemie um sich greift, dann ist der Tod von zahlreichen Menschen vorprogrammiert. Ja, das ist eine Untersuchungssituation. Dieses Bild soll nochmal deutlich machen, Italien. Sie haben ja jetzt gemerkt, Corona, und schon haben wir Nationalismus überall. Jeder macht die Grenzen dicht, jeder denkt nur an sich. Das ist unser Ersatzarztmobil und das haben wir den Italienern zur Verfügung gestellt. Das ist momentan in Kalabrien, in Süditalien im Einsatz bei Inter-SOS. Das ist eine italienische Hilfsorganisation. Wir haben den Kolleginnen und Kollegen auch Schutzkleidung, Masken und so weiter zur Verfügung gestellt. Es ist so wichtig, also sie versorgen dort mit diesem fahrbaren Sprechzimmer auch geflüchtete Menschen und von Armut betroffene Menschen in Süditalien. Es ist so wichtig, meines Erachtens, gerade jetzt in so einer Situation Solidarität zu zeigen und nicht die nationalen Interessen so in den Fokus zu setzen. Ja, Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus, die kommen auch zu uns. Da gibt es aber auch einen Nothelferparagraf, das ist auch nochmal ein Kapitel für sich. Soziale Beratung ist wichtig, denn
Es ist immer unsere Intention, die Menschen zurück ins Regelsystem zu reintegrieren. Ja, das ist unser Ziel. Wir wollen sie nicht an uns binden. Und das ist eine zentrale Aufgabe der sozialen Beratung. Wir haben auch eine Clearingstelle. Das ist eine Beratungsstelle, die mit halt analysiert, gibt es irgendwo noch einen Leistungsanspruch und wie können die Menschen wieder, die zu uns kommen, in unser Gesundheits- und Sozialsystem reintegriert werden. Der dritte Punkt, nachhaltige strukturelle Verbesserung. Das ist klar, wir müssen ja was in unserem System verändern. Wir haben eine Entsolidarisierung im Gesundheitssystem. Das Oberste, das muss ich noch korrigieren. Wir haben jetzt wieder die Parität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Wir hatten ja lange Zeit, dass Arbeitgeber einen geringeren Beitrag zahlen mussten. Jetzt ist das wieder seit letztem Jahr im Juli der Fall. Aber auch da habe ich immer noch das Gefühl, es wird immer weniger solidarisch gehandelt im Gesundheitssystem. Wir dürfen keine Zunahme der Privatisierung von Gesundheitsleistungen haben. Denken Sie an das Thema IGL, individuelle Gesundheitsleistungen. Da mache ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen zum Teil Vorwürfe, dass sie zu schnell Dinge dann als privat zu finanzieren deklarieren und eben nicht informieren, dass das vielleicht doch noch eine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse ist. Ja, Säumniszuschläge, hohe finanzielle Kosten, Zuzahlungen, Eigenbeteiligungen, bürokratische Hürden. Und ich hatte Ihnen auch gesagt, dass Krankheit immer häufiger ein Grund ist für eine Verschuldung. Ich habe viel über das Einkommen gesprochen. Von Bourdieu gibt es ja dieses Konzept. Es gibt das ökonomische Kapital, da geht es um Geld. Es gibt aber auch das soziale Kapital, da geht es um soziale Netzwerke. Und es gibt das kulturelle Kapital, da geht es um Bildung. All diese drei Kapitalformen, die bestimmen letztendlich Gesundheit. Ich kann also mit Wissen auch zum Teil etwas kompensieren, wenn ich nicht so viel Geld zur Verfügung habe. Aber das ist nur bis zu bestimmten Grenzen möglich. Ja, dann jetzt nochmal Pandemie. Was sind die Forderungen, die wir haben? Und andere Organisationen, der VDK hat das gestern auch nochmal veröffentlicht. Wir fordern in diesen Zeiten, dass dieser Hartz-IV-Regelsatz pro Monat in Pandemiezeiten um 100 Euro erhöht wird. Ich habe Ihnen vorhin gezeigt, was alles an Zusatzkosten auf die Menschen zukommt. Das wurde bisher von der Bundesregierung immer abgelehnt. Ja, mit Lufthansa und mit den großen Automobilkonzernen, da ist man sich schon weitgehend einig. Aber für die Menschen am Rande unserer Gesellschaft, da will man diese Unterstützung scheinbar nicht umsetzen. Das halte ich auch wieder für einen Skandal. Dann fordern wir eine unentgeltliche Ausgabe von Mund- und Nasenschutzmasken. Ja, das sollten Kommunen organisieren. Das findet auch nicht statt. Das hatte ich ja auch schon vorhin erwähnt. In dieser Zeit keine Räumungsklagen, keine repressiven Maßnahmen von Jobzentren, was den Arbeitslosengeldbezug angeht. Das soll ja so gehandhabt werden, wird scheinbar auch so gehandhabt. Besondere Schutzmaßnahmen für wohnungslose Menschen. Ich habe Ihnen von unserem Projekt berichtet mit der Hotelunterbringung. Besondere Schutzmaßnahmen für geflüchtete Menschen. Das hatte ich Ihnen ja auch schon gesagt, dass es was Wichtiges wäre, was wir fordern. Kurzzeitarbeitergelderhöhung, Arbeitergelderhöhung ist heute im Bundestag beschlossen worden, dass das erhöht wird. Das halte ich für sehr gut und sehr wichtig. Ja, und dann auch so Themen Wegfall des Mittagessens für Kinder, die in der Schule oder in Kindertagesstätten ein Essen bekommen haben. Das war ja zum Teil kostenlos. Das bedeutet, dass die Familien jetzt auch mehr Ausgaben haben. Und nochmal das Thema Computer, Laptop, Internetzugang. Häusliche Gewalt, das ist wahrscheinlich jetzt, wir haben noch keine validen Zahlen, aber aufgrund der Situation könnte das schon jetzt häufiger wieder vorkommen. Und auch die Jugendämter haben ja ihr Angebot zum Teil reduziert. Und da sagen wir, das muss wieder hochgefahren werden unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Aber hier muss es mehr Angebote und aufsuchende Sozialarbeit wieder geben. Ja, und es gibt bestimmt noch mehr Forderungen. Das war jetzt nochmal so ein Ausschnitt. Ich bin jetzt gleich am Ende. Generell muss unser Gesundheitssystem
das sehr pathogenetisch ausgerichtet ist. Wir gucken immer, was macht krank und zu wenig, was hält gesund. Auch mehr salutogenetisch ausgerichtet werden. Wichtig ist allerdings bei diesen Themen Resilienz und Salutogenese, wo es ja darum geht, die Eigenverantwortung, die eigenen Ressourcen zu erhöhen, immer auch darauf zu achten, es darf jetzt nicht so sein, dass wir letztendlich dann wieder sagen, du bist krank, weil du nicht genug für deine Gesundheit und für deine Widerstandsfähigkeit getan hast. Man muss auch die Eigenverantwortung mobilisieren, ja, das ist klar, aber man muss immer auch sagen, wo gibt es da eine gesellschaftliche, eine staatliche Verantwortung. Und in dem Zusammenhang, Sie hören immer, Bildung, Bildung ist der Schlüssel für alles, sei gebildet und du kommst in unserer Gesellschaft zurecht. Amartya Sen, Wirtschaftsnobelpreisträger Inder, spricht ja in dem Zusammenhang von Capabilities. Er sagt, es reicht eben nicht, dass jemand gebildet ist, sondern eine Gesellschaft muss auch dafür sorgen, dass Menschen das, was sie können, auch verwirklichen können. Was heißt das? Dass eben Strukturen geschaffen werden, dass ich wirklich auch meine Fähigkeiten umsetzen kann. Beispiel, keiner sagt, Frauen sind dümmer als Männer. Aber warum ist in der Führungsetage von Wirtschaftsunternehmen, warum sind dort nur ungefähr 8% Frauen? Ja, das hat ja nichts mit Bildung zu tun, sondern mit patriarchalischen Unterdrückungsmechanismen. Und da müssen wir auch genau hinschauen, was verhindert, dass Menschen wieder besser von unseren Angeboten, von dem Wohlstand in unserer Gesellschaft partizipieren können. Also Verbesserung der ökonomischen Lebensbedingungen, das hat etwas mit dem Hartz-IV-Satz zu tun, keine weitere Privatisierung, Aufrechterhaltung des Solidarprinzips. Wir müssen auch, und das wird ja auch momentan diskutiert, wenn wir über Armut reden, müssen wir immer auch über Reichtum reden. Das bedeutet, wir müssen schon genau hinschauen, Einkommenssteuersatz müsste meines Erachtens erhöht werden, Vermögen müsste versteuert werden. Man muss darauf achten, dass es einen flächendeckenden, ausreichenden Mindestlohn gibt. Gerade in Corona-Zeiten wird das Thema Gastarbeiter ja, aus für die Spargel-Erdbeeren-Ernte jetzt in der fleischverarbeitenden Industrie. Da muss man genau hingucken, ist das nicht normaler, also eine Form von Sklavenarbeit. Das darf nicht sein. Ja, also da müssen wir genau hingucken, das abstellen. Und meines Erachtens ist eine Bürgerversicherung ein sinnvolleres Konzept als diese Trennung zwischen privat und dieses duale privat und gesetzlich versichert. Ja, das ist eine meiner Lieblingskarikaturen. Miss Miss, kaufen Sie die Rechte an der Bibel und lassen Sie den Abschnitt über den Reichen und das Nadelöhr ändern. Reichtum verpflichtet. Ja, steht sogar im Grundgesetz. Also da müssen wir auch genauer hinschauen. Armut darf nicht gegen Armut ausgespielt werden. Es geht nicht darum, dass ich den geflüchteten Mensch und den deutschen Wohnungslosen irgendwie, dass ich sage, hier, ich muss doch mehr für die Gruppe oder die Gruppe tun. Nein, es ist eine Frage der Verteilung. Es ist eine Frage von Reichtum und Armut und nicht eben, dass ich hier Armut gegen Armut ausspiele. Seehofer hat mal gesagt, die Mutter aller politischen Probleme ist die Migration. Ich halte das für absolut falsch und gefährlich, gerade was Rechtspopulismus und Rassismus in unserer Gesellschaft angeht. Für mich ist die Mutter aller politischen Probleme die soziale Ungerechtigkeit, die Zunahme von Armut in Deutschland und weltweit. Stefan Essel, das kann ich Ihnen nur empfehlen, empört euch. Das ist ein Aufsatz, den er geschrieben hat. Da kritisiert er den Finanzkapitalismus. Und was daraus entstanden ist, er selbst war in der Resistance, hat gegen das Nazi-Deutschland gekämpft, ist in Berlin aufgewachsen und war später bei der Deklaration der Menschenrechte beteiligt. Und er hat diesen tollen Aufsatz geschrieben und ein Zitat ist, Neues Schaffen heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt Neues Schaffen. Wir verstehen auch unsere Arbeit als eine Form von Widerstand, Widerstand gegen diesen Sozialabbau. Und wir wollen aber nicht nur reden, sondern auch aktiv was tun. Und das ist jetzt die letzte Folie von Kurt Marti, Schweizer Theologe und Philosoph. Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin?
und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Das soll Ihnen allen auch nochmal Mut machen, neue Wege zu gehen und eben nicht zu akzeptieren, wenn es heißt, da kann man nichts ändern, das ist so. Und auch Unrechtsstrukturen, die wir leider immer noch haben in diesem Land, einfach zu akzeptieren. Nein, wir müssen da kreativ und engagiert sein und wir müssen da etwas verändern. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, das ist unsere Webseite von Armut und Gesundheit, www.armut-gesundheit.de, und dann können Sie viel mehr über unsere Arbeit erfahren. Das war jetzt mein Vortrag. Herr Bohne, und jetzt müssen Sie sagen, was muss ich machen, oder dass wir jetzt noch uns unterhalten können und diskutieren können. Vielen Dank, dass Sie zugehört und zugesehen haben.